Dieses Video wird präsentiert von Music Sculptor. Music for Storytellers. Wollte ihr weniger Fleisch essen? Dann habe ich heute für euch ein passendes Rezept. Bei Ihnen kocht zu sauer? Nicht. Heute kochen wir ein echtes Amoleuteessen. Mit viel Gemüse, wenig Fleisch. Trotzdem sehr lecker. Es heißt 3 angebratene Würfel mit Kartoffel, Gurke und Möhre. Es gibt auch ein wenig Fleisch, aber das ist hier eine Art Gewürz. Das schmeckt so. Gleichzeitig weich und knusprig und frisch. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten. Eine große Kartoffel, 2 Möhren, eine halbe Gurke, 1 bis 2 Esslöffel Schinkenwürfel. Vegetarier können das Fleisch einfach weglassen. 1 bis 2 Lauchzwiebeln, 4 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Sojasauce, 2 Teelöffel Zucker oder nach Belieben, 2 Teelöffel Essig, 2 Teelöffel Speisestärke, 1 Teelöffel geröstetes Sesamöl, Pfeffer, Salz und Öl. Zuerst Kartoffeln und Möhren schälen. Dann schneiden wir die Kartoffel in Würfel. Die Möhren auch. Und die Gurke. Lauchzwiebeln klein schneiden. Knoblauch auch. Dann machen wir eine Soße. Sojasauce, Essig, Zucker, Pfeffer, geröstetes Sesamöl. Noch ein bisschen Salz nach Belieben. 2 bis 3 Esslöffel Wasser oder Brühe dazu. Und umrühren. Speisestärke mit 1 bis 2 Esslöffel Wasser mischen. Jetzt Öl in die Pfanne. Wir braten die Kartoffel, bis sie fast weich sind. Dazu Möhren. Anbraten, bis sie bissfest sind. Dazu Lauchzwiebeln und Knoblauch geben. Dann geben wir Schinkenwürfel rein. Umrühren. Gurkenwürfel kurz anbraten. Dann Soße dazu. Umrühren. Zum Schluss Speisestärke. Kurz warten und umrühren.
Fertig. 3 angebratene Würfel. Ein armer Leuteessen aus China. 3 angebratene Würfel ist eine berühmte Hausmannskost aus der Zeit, als Fleisch in China noch Luxus war. Damals war Fleisch eher eine Art Gewürz und viele Rezepte hatten einen hohen Gemüseanteil. Aus heutiger Sicht machen diese alten Rezepte total Sinn. Denn wenn wir weniger Fleisch essen, ist das gut für uns und auch gut für die Umwelt. Ich wünsche euch guten Appetit und bis nächstes Mal. Tschüss. Also man muss ja wirklich sagen, das scheint in allen Ländern der Erde das Gleiche zu sein. Hausmannskost ist irgendwie immer das Beste. So schnell zubereitet, immer total lecker. In diesem Fall auch von mir guten Appetit. Und ich esse jetzt mal. Ich habe nämlich Hunger hier nach dem Dreh.